Herzlich willkommen an der KFS. Das hier ist das Sekretariat, hier sitzt die Frau Dillmann, die gute Seele unserer Schule. Ich möchte noch im Vorkurs, wenn man zu spät war und die Tür so laut war. Das gefühlt schon ewig her. Mhm. Wir sind Paulina und Julia und wir selbst haben hier 2018 im Vorkurs angefangen. Und ihr fangt auch genau hier an, in der Turnhalle. Der Vorkurs der KFS ist dual gestaltet. Neben deiner Tätigkeit in der von dir gewählten Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe hast du regelmäßige Schultage. Allerdings ist dies kein normaler Schultag, wie du ihn vielleicht aus den letzten Jahren kennst. Er beginnt mit einem gemeinsamen Start in der Turnhalle und euch werden spielerisch die wichtigsten Grundlagen der Pädagogik beigebracht. Außerdem lernt ihr die Schulkultur kennen und habt die Möglichkeit, untereinander in den Austausch zu gehen. Die eventuelle anfängliche Unsicherheit verfliegt schnell durch die Unterstützung der Lehrer und Lehrerinnen, Schulleitung und deinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen. Es finden regelmäßig Fallbesprechungen statt, in denen ihr von Problemen oder Unsicherheiten in eurer Praxis berichtet. Gemeinsam suchen wir nach einer Lösung, um dich auf deinem Weg zum Erzieher, Erzieherin zu unterstützen. Die Blockwochen sind besonders spannend. Diese finden meist außerhalb der Schule statt und haben besondere Schwerpunkte, wie zum Beispiel Erlebnispädagogik oder Psychomotorik. Wie auch in der Jugendhilfe sind bei uns alle Religionen vertreten und jeder Mensch, egal welcher Herkunft, Hautfarbe und Sexualität, ist bei uns herzlich willkommen. Wir zeigen euch jetzt den Unterkurs. Im Unterkurs beginnt zwar der Vollzeitunterricht, du kannst aber trotzdem weiterhin Praxiserfahrungen sammeln. Zum Beispiel im schulbegleitenden Praktikum an der Ganztagsschule Kirchberg in Mahlstadt oder im sozialpädagogischen Praktikum, welches bundesweit und in Österreich durchgeführt werden kann und von der Schule vermittelt wird. Der Unterricht im UK ist durchweg praxisorientiert. Schon zu Beginn startest du mit deinem Kurs in eine erlebnispädagogische Blockwoche. Spoiler-Alarm! Diese Erfahrungen werden euch im Gedächtnis bleiben. Das Thema Kommunikation wird im UK großgeschrieben. Sowohl im Unterricht bei Herr Schöpp als auch in der Blockwoche mit Frau Lorenz lernt ihr Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen und erfahrt ganz nebenbei immer mehr über euch selbst. Im Unterkurs lernst du deine Freude am Spiel wieder zu entdecken. Du planst gemeinsam mit deinem Team Spiele für große Gruppen in der Stadt, die dann mit dem gesamten Kurs im Rahmen der Spieletage durchgeführt und reflektiert werden. Mein Name ist Katharina, ich bin Schülerin im Unterkurs und studiere parallel zur Ausbildung Soziale Arbeit an der FOM. Die Kooperation besteht seit diesem Schuljahr und wir werden hierbei tatkräftig von den Lehrern und Lehrerinnen der KFS unterstützt. Durch die zusätzliche Qualifikation als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin stehen dir im späteren Berufsleben mehr Türen offen. Das hier ist das Herzstück unserer Schule, die Küche mit Bistro. Hier treffen sich alle Kurse zusammen. Man kann hier kochen, man kann backen und auch die Lehrer sind hier immer dabei. Und gerade das macht unsere Schulgemeinschaft aus. Jetzt sind wir an einem der Oberkursräume. Im Oberkurs geht es nun mit großen Schritten auf die Prüfung zu. Für viele von euch wird es jetzt richtig spannend, weil ihr euch thematisch hauptsächlich mit dem Jugendalter beschäftigt. In der ersten Blockwoche geht es nach dem sozialpädagogischen Praktikum darum, dich im Team und in deiner Peergroup wiederzufinden. Verschiedene Projekte, Wahlpflichtkurse und das Planspiel bereiten dich optimal auf die Prüfung und den Endspurt im Anerkennungsjahr vor. Im Rahmen der Wahlpflichtkurse und AGs hast du die Möglichkeit, dich kreativ im Atelier auszuleben, den Kletterschein zu machen, medienpädagogisch zu arbeiten und die tiergestützte Pädagogik kennenzulernen. Um einen Einblick in das breite Spektrum der Jugendhilfe zu erhalten, wird die KFS regelmäßig von externen Referenten und Referentinnen und Institutionen besucht. Außerdem unterstützt die KFS als Schule die Kooperationspartner, wie zum Beispiel die Palatiner Jugendhilfe bei Festen und Feierlichkeiten. Hier entstehen wichtige Kontakte und Vernetzungen für deine berufliche Zukunft.
Parallel zum Oberkurs beginnt für dich die Suche nach deinem Platz fürs Anerkennungsjahr. Außerdem bist du und dein Jahrgang für die Planung und Durchführung der berüchtigten Faschingsfeier verantwortlich. Die Ausbildung ist jederzeit mit Spaß und Freude verbunden. Hier entstehen Freundschaften, welche dich durch die Herausforderungen im Anerkennungsjahr tragen und begleiten. Das ist unser großer Raum, unser Versammlungs- und Konferenzraum. Wir finden zum Beispiel im Advent jeden Morgen mit allen Unterkursen und Oberkursen einen Adventsimpuls statt. Im großen Raum befindet sich außerdem unsere Bücherei. Hier können sich Schüler alle möglichen Bücher ausleihen.